Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunken Notbootwänden. Was in der Tat Coles Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, denn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Russa mit Saufen und allem. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Cole in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhaus. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? So, okay, dann widmen wir uns gleich mal der ganzen Sache hier. Allerdings mache ich vorher nochmal eine ganz kurze Pause, da ich nämlich ebenso den Eindruck hatte, dass der Ton so leicht asynchron lief. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich guck mal, dass ich das vielleicht jetzt behoben kriege. Also, bis gleich. So, und wir machen hier direkt weiter. Wir haben auf jeden Fall hoffentlich. Ich habe halt nochmal neu gestartet. Ich weiß nicht, ob das wirklich asynchron lief, der Ton bei euch, aber bei mir auf den Ohren war es ein bisschen. War es so leicht asynchron, hat man an den Untertiteln eben gemerkt. Und wir sind auf jeden Fall schon im Kapitel 5 gelandet. Nach einer knappen Dreiviertelstunde. Also das Kapitel da, das ist recht kurz. Und es sind recht viele Cutscenes, also es gibt recht wenig zu labern. Ich würde mal sagen, wir widmen uns. Nee, wir schnappen uns erstmal hier den Mülleimer. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Jo. Glitschig. Ist das eklig? Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Ja, okay, jetzt haben wir aber die komische Sardelle. Ja. Nein, ich muss das nicht tun. Ich bin besser als diese deponianischen Müllwühler. Ja. Ich muss. Warum steckst du auch deinen Kopf rein? Also wirklich, was soll denn das? Radar können wir uns auch mal angucken. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Der schwimmende Ja, schon klar. Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Ja, okay. Aber den Screen hatte ich auch noch nicht gesehen, hatte ich auch noch gar nicht entdeckt gehabt. So, wir können raus, aber wir lassen erstmal Boki quatschen. Dieser Raum kommt uns ja schön bekannt vor. Schon aus dem ersten Teil, wir sind auf der Brücke von Bozos Kutter. Wir haben am schwimmenden Schwarzmarkt angelegt und was kann ich dazu sagen zu diesem Raum, was ich noch nicht gesagt habe? Unter anderem vielleicht. Oh, doch, ja, jetzt fällt mir schon was ein. Und zwar, da habe ich diese Intro-Cutszene mal selbst geskriptet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist ja immer einer der letzten Arbeitsschritte, die wir machen, ist tatsächlich die ganzen Szenen zu inszenieren. Also von der Reihenfolge her
wird natürlich erstmal das gesamte Spiel sehr dummy-artig geskriptet. Dann sind die meisten Grafiken noch nicht entstanden. Dann kommen halt die Hintergründe dazu. Dann werden auf die Hintergründe die Figuren animiert, also die ganzen Spezialanimationen, die halt in einem Raum stattfinden. Das ist ja eine Heidenarbeit, wenn man halt alles per Hand quasi Frame by Frame zeichnen muss und nicht einfach sagen kann so, Charakter, du machst jetzt das und das. Wie bei 3D ja so einfach geht. So einfach ist es natürlich dann doch wieder nicht. Aber im 2D kann man halt eben sehr wenige Sachen wiederverwenden, die eben auf die Hintergründe angepasst sind. Deswegen haben wir bei sehr vielen, also bei eigentlich fast allen Räumen, einen ganzen Batzen an Spezialanimationen, die wir halt nicht wiederverwenden können. Aber es gibt eben auch sehr viele Sachen, die wir wiederverwenden können, die halt an den Charakter gekoppelt sind. Das sind Gesichtsausdrücke, und das sind Gesten, wie zum Beispiel dieses Strecken, wenn er morgens aufsteht. Das kommt halt aus seiner Idol zum Beispiel. Das kann man dann halt immer wieder verwenden, wenn er mal tatsächlich auch gähnen und sich strecken soll. Oder das Umgucken, wenn er halt herausfindet, so, oh, wo sind denn die anderen? Dann geht er nach vorne. Und dann haben wir halt auch einen ganzen Vorrat an Animationen für Close-Ups mittlerweile. Und ja, das ist das Schöne eigentlich an einem Spiel, das wir in drei Teile teilen, dass wir halt nach hinten raus immer mehr von diesen Standardanimationen parat haben, um Sachen zu animieren, ohne halt tatsächlich extra Animationen anzufertigen, die wir uns gar nicht leisten könnten. Ja, ich entwickle da immer einen großen Spaß dran, zum Beispiel diese Close-Up-Szene, wo Rufus den Brief liest, die ist natürlich zusammengebastelt aus anderen Close-Ups von Rufus. Und da gehe ich dann immer sogar noch grafisch ran und zerschneide die und mache halt nochmal andere Gesichtsausdrücke, die für ihn gar nicht gedacht waren und so weiter. Und dann haben wir sie halt einmal für spätere Sachen. Also das macht mir großen Spaß, das Inszenieren. Und gerade bei Deponia wurde es nach hinten raus, im dritten Teil war es einfach eine große Wonne, weil er bis dahin quasi gelernt hatte, glaube insgesamt waren es um die 20 unterschiedliche Emotionen zu haben. Genervt oder halt irgendwie gelangweilt. So angriffslustig, böse und fröhlich, albern, alles Mögliche eben. Ja, je mehr sich da anhäufte, umso mehr hat es halt auch Spaß gemacht, eben diesen wunderschönen Arbeitsschritt und eben einen der letzten Arbeitsschritte, weil es eben quasi nur das Schönmachen, das Polishen ist, und zwar die Figur zu inszenieren. Hervorragend. So, sehr schön. Das war mal wieder ganz interessant, was Pogi da erzählt hat. Und außerdem, irgendwie, was ist, ich weiß nicht, was das da für ein Bild ist. Da ist so eine Gruppe oder so. Könnte Boso und so sein. Ja, und da haben auch die ganzen Emotionen von Rufus, die wir gerade eben schon angesprochen wurden. So, ich hoffe mal, hier geht auch der ganze Ton und so. Ich guck gerade nochmal nach. So. Ton geht, dann ist bei euch jetzt gerade kurz der Ton weg, weil wenn man halt irgendwie ein anderes Fenster geht, macht er den Ton aus. Ist manchmal durchaus hilfreich, aber naja. Also macht Deponia halt den Ton weg. So, jetzt gehen wir mal da raus. Und ab auf den schwimmenden Schwarzmarkt. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und Tonis Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch, nah dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ja. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Klar. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Ich will aber gerade. Das ist nämlich da hinten, wo wir hin müssen. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst.
Ja, ich will ich aber kann trotzdem. Mich auch später noch in der Stadt um. Ja, Schnauze. Dann geh mal halt dahin. Ich wollte aber euch nur auf diese eine kleine Animation da aufmerksam machen. Das ist in dem vorderen Bereich eben. Naja, lassen wir es halt. Lassen wir einfach mal Poki zu Wort kommen. Ich mag Minigames. Aber dies hier ist kein Minigame, dies hier ist nur eine Karte. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, ich mag Karten. Übersichtskarten, wo man in einzelne Bereiche eines Spiels hingehen kann. Die haben natürlich immer das Problem, dass man sich halt den Bereich nicht selbst erlaufen darf und muss. Beim schwimmenden Schwarzmarkt ist das Schöne, dass man halt ja tatsächlich sich jeden Bereich später im Spiel halt auch erlaufen kann. Man kann aber eben auch abkürzen, weil teilweise die Laufwege sehr lang sind und dafür dienen diese Karten. Und das fiel ganz gut übereinander, dass wir entschieden hatten, diese Karten in der Stadt zu verteilen, weil wir hier am Anfang den Spielern doch nicht ganz so orientierungslos dalassen, sondern halt sagen können, wir führen diese Kartenfunktion ein und lassen ihn halt bei den ersten zwei Location-Wechseln halt erstmal das meiste des schwimmenden Schwarzmarktes überspringen, sodass wir direkt zum Ort des Geschehens kommen am Anfang. Und später kann er sich ja immer noch die gesamte Stadt erlaufen und die Zusammenhänge der einzelnen Locations kennenlernen. Ja, tatsächlich ist dies eines der letzten Assets, die für Chaos of the Pawn ja erstellt wurden. Und ich kann es nicht anders sagen, ich mag einfach Karten. Und diese Übersicht vom schwimmenden Schwarzmarkt hatte ich schon sehr früh für mich selber gescribbelt. Und ich finde es sehr schön, dass das Ding halt jetzt auch schließlich entstanden ist und seinen Weg ins Spiel gefunden hat. Das wäre doch zu schade gewesen. Okay, gut. Naja, egal. Dann widmen da oben, da kommen wir später noch hin. Erst einmal muss ich Doc helfen. Ja, ich weiß. So, widmen wir uns halt dem Industriegebiet. Ja. Da ist gleich die nächste Karte. Da ist Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Genau. Was ist denn da oben rum? Ich glaube, ein Schnabeltier oder sowas. Da gehen wir später hin. Da gehen wir auch später hin. Da geht's nach rauf. Wollen wir hochlaufen. So, und dann, abgesehen von dem Ei im Schornstein, ist da, glaube ich, aber nichts. Nee. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Ja, das werden wir noch öfters zu hören bekommen, das kann ich auch schon mal sagen. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Jo, das kann passieren. So, den Ofen, da kümmern wir uns dann auch noch drum. So, den Stadtplan können wir uns später nochmal anschauen. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Ja. Schnappen wir uns den gerade mal. Nur haben wir, glaube ich, leider abgesehen von der Sardelle nicht zum Reinwerfen. Ich kann später noch grillen auf den glühenden Trümmern des Organon. Hey! Das sollte ich mir für meine Siegesansprache merken. Gute Idee. So, das klappt also nicht. Also widmen wir uns jetzt erstmal Poki. Was man nicht alles tun muss, um ein Spiel zu designen. In diesem Falle zum Beispiel Rohre verlegen. Dieses Rohrlabyrinth da oben, das wird im späteren Verlauf noch eine größere Rolle spielen. Das haben wir mehrfach umdesignen müssen, weil, oder erzähle ich gleich wahrscheinlich mehr oder später wahrscheinlich mehr. Dazu gibt es ein kleines Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Aber wir haben ja vor allen Dingen durch das gesamte Level auch noch Rohre verlegt. Und zwar haben wir, das ist eins der fiesesten Rätsel, sollte es ursprünglich mal sein zumindest, in Kapitel 4, weil es halt ein Rätselkomplex ist, wo man unterschiedliche Sachen miteinander kombinieren und in Beziehung setzen muss. Und unter anderem eben auch verschiedenfarbige Rohre, die wir durchs gesamte Level verlegt haben. Meine Güte, haben wir uns da einen abgebrochen, bis wir da schließlich eine zufriedenstellende Mechanik gefunden haben. Und ja, das war wieder großartige Zusammenarbeit mit Bade, der als Head of Game Design die ganze Zeit über gedacht hat, das ist doch zu kompliziert, Proki. Das schnallt niemand. Und im Endeffekt haben wir es glatt geschliffen bekommen mit verschiedenfarbigen Rohren. Hier unten rechts ist es allerdings so Messingfarben und deswegen gar nicht so verschiedenfarbig in Bezug zu den anderen Rohren, die ja auch alle Messingfarben sind. Ich hätte das vielleicht an irgendeinem anderen Screen erzählen sollen. Was hätte ich denn zu diesem Screen erzählt sonst? Vielleicht, dass es den auch als sehr altes Skribbel von Micha gibt.
bevor er den eigentlichen Dipronia-Stil gefunden hat, war eins der ersten Gebäude auf dem schwimmenden Schwarzmarkt, das er mal geskribbelt hatte, tatsächlich Docks Hausboot. Und aus dieser Richtung sieht man noch nicht mal, dass es so richtig dass ein Hausboot ist. Das sieht man schon im Hinterhof ein bisschen besser. Aber von der Form her sah es schon so ungefähr aus. Nee, nicht wirklich. Kann ich gar nicht dazu sagen. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, dass Poki manchmal ein bisschen leise ist. Naja, muss ich wahrscheinlich dann später lauter drehen. Sonst tut mir leid, dann müsst ihr mal ganz laut stellen zeitweise. Auf jeden Fall, ja, also es ist manchmal ein bisschen arg leise, der Poki. Aber naja, wird schon irgendwie klappen. So, haben wir noch irgendwas? Machen wir die Airbag-Kiste. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall später noch. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da rein. Okay, können wir irgendwas einsacken? Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Ja, mitnehmen tut das aber trotzdem. Ja, okay. Eine Kurbel... Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Ja, deswegen nehmen wir sie mal mit. So, da haben wir hier noch einen Farbeimer. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. Das kann man so sehen. So, haben wir aber sonst noch irgendwas. Den Stock hier, den nehmen wir mal mit. Dann, was ist das? Ist das ein Wischmob oder sowas? Ein kaputter? Naja, keine Ahnung. Dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns um den werten Herrn. Oder nee, wir versuchen einfach da durchzugehen. Und was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Daraus wird wohl nicht. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkreditiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen, jawohl. Es liege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Oh, sag das doch gleich. Aha. Fakt ist, wir müssen diesen clever Bot Spite, keine Ahnung, da beseitigen, ne? Ja. Hinweise dazu haben wir da keine, ist aber auch wurscht. Das kriegen wir, glaube ich, auch so hin. Einfach mal. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, Kubernetes hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte? Okay. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Gleitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig, okay, für einen Cyber-Dingster-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefasel, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. So, ja. Dieses Biest ist ganz schön lästig, muss ich sagen. Also, ja, wir widmen uns jetzt, glaube ich, erstmal dem ganzen anderen Zeug. Also, ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir das blöde Viech da wegkriegen. So. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Was liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist? Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Ja, machen wir es halt so. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klacks. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht.
aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr.